gelingt ihm der große Coup. Dirk Schuster, der 98er Trainer, 3 Tore braucht sein Team mindestens im Rückspiel. 23. Minute, die Gäste besser. Sulu, langer Ball auf Gondorf, per Brust zu Strohengel. Hoppla, Dominik Strohengel, der Torschützenkönig der Darmstädter. 28. Saisontreffer, vielleicht sein wichtigster. Bielefeld schaute kollektiv zu, vor allem Schütz und Burmeister. Der lange Ball auf Jerome Gondorf und Strohengel, der ehemalige Frankfurter Bundesligaspieler. Er trifft. Und jetzt wurde es nochmal spannend. Viele hatten das gar nicht für möglich gehalten. Der Tabellendritte der dritten Liga führte nach 23 Minuten und setzte nach mit Gondorf. Ortega wehrt ab und Gondorf zieht durch. Salger läuft hinterher, schubst Gondorf zu Boden und dann ging es richtig zur Sache. Da purzelten sie alle durch die Gegend. Massenversammlung im Torraum der Bielefelder. Ha, seltene Szene. Und das Ganze kritisch beobachtet. Der Schuss, das Foul dann von Gondorf. Keeper hatte den Ball. Und dann schubst Salger Gondorf. Ortega kommt dazu. Strohengel schließlich rempelt Falk ins Tor. Auf- und Abstiegskampf. Wo bleibt Tor Nummer 2 für Darmstadt? Und Bielefeld? Ja, geht so, ne? Bisher. Leider, leider diese Bilder zur Halbzeit aus dem Darmstädter Block. Weiter geht's sportlich. Wir sind in der 51. Spielminute. Eckball. Jetzt lag die Sensation in der Luft. Der Treffer zählte. Der Ball war hinter der Torlinie. Eine vergleichbare Szene zum DFB-Pokalfinale. Aber hier hatte es das Schiedsrichtergespann deutlich gesehen. Keine Frage, der Ball war hinter der Linie, erkennt man auch ohne Torlinientechnik. Was für ein Spiel. Jetzt hatte sie ihre 2 Tore. Aber zum Aufstieg müsste noch ein drittes Tor her. 53. Freistoß, Tom Schütz, Felix Burmeister, nur noch 1:2. Die Arminia mit ihrer ersten echten dicken Torchance erfolgreich. 92 Sekunden nach dem 0:2 Burmeister. Hatte leichtes Spiel, weil Hanno Behrens nicht hochgestiegen war. Und der Meier, diesen Pullover trug er schon in Dresden und in Darmstadt. Tom Schütz, ein klasse Spiel. Jetzt hebt Schönfeld den Ball aufs Netz. Dirk Schuster, ein Tor fehlt noch. Und das Spiel blieb hektisch. 8. gelbe Karte in dieser Partie. Schon nach 77 Minuten hier für Fabian Klos wegen theatralischen Protestierens. 79. Minute, der Ball kommt rein. Schütz säbelt über den Ball. Und Seiler zu Gondorf. Traumtor, 3:1 für Darmstadt. Unglaublich, unglaublich, aber wahr. Die Bielefelder griffen sich kollektiv an den Kopf. Das war doch nicht zu fassen. Er mit dem dicken Patzer, Tom Schütz, sein schlimmstes Luftloch seiner Karriere. Und dann traumhaft getroffen von Jerome Gondorf. Dieser Gondorf, der kann aufstehen, war mit den Stuttgarter Kickers vor 2 Jahren in die dritte Liga aufgestiegen. Dirk Schuster, sensationell. Pari, jetzt stand es Pari nach Hin- und Rückspiel. 83. Minute, Ecke Darmstadt, Strohengel, Striffler auf der Linie und es ging weiter, Bielefeld vor dem K.O. Und da kommt der Ball zu Seiler, Arne Falk rettet die Arminia. Kurz zuvor Striffler als Retter und noch war immer die reguläre Spielzeit, 4 Minuten über die Zeit. Sulu und Ortega rettet die Arminia in die Verlängerung. Dirk Schuster schreit seine Spieler an. Was für ein verrücktes Spiel. Jetzt die Verlängerung. Und wir sind in der 105. Spielminute. Es gibt Einwurf für Darmstadt und ein Handspiel von Tom Schütz. Drehschuss, Parade von Ortega. Es hätte 11 Meter geben müssen, müssen, müssen in dieser Szene. Ganz klar, es wäre die Chance zum 4:1 gewesen. Bielefeld, Riesendusel hier. Oh je, Arminia am Abgrund. 2. Verlängerung. Und jetzt kam die Arminia. 110. Minute. Da ist Schibilko. 2:3 Bielefeld. Im Moment die Arminia wieder und weiter in Liga 2 durch einen gebürtigen Bielefelder. Kaspar Schibilko, der polnische U21-Nationalspieler vom 1. FC Köln ausgeliehen. Unglaublich. Er jetzt der Retter, so schien es. Dann wurde Norbert Meyer zusammengefaltet vom 4. Referee Marco Fritz. Jetzt Dramatik pur. 2 Minuten Nachspielzeit und dann wird's völlig verrückt, völlig gaga, unfassbar, unfassbar, unfassbar. Da Costa mit dem 4:2 für Darmstadt.
Jetzt war Darmstadt in der zweiten Liga und Bielefeld abgestiegen. Was für ein Schuss, abgefälscht noch von Burmeister. Aber es war ja immer noch nicht Feierabend. Die Nachspielzeit, der Nachspielzeit, der Nachspielzeit und Pfosten von Feig. Was für eine Dramatik. Am Ende siegt Darmstadt und steigt nach 21 Jahren wieder in die zweite Liga auf mit Dirk Schuster. Und Arminia Bielefeld steigt ab. Was für gegensätzliche Bilder, die wir hier gesehen haben nach Abpfiff. Es war ein unfassbares Fußballspiel. Ein Spiel, das in die Geschichtsbücher eingehen wird.